Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einer spontanen und speziellen Legung und zwar mit den schönen Tarotkarten von Gustav Klimt. Natürlich auch für die Liebe. Also wir wollen deine Seite anschauen und seine Seite. Was erwartet euch in diese Woche? Wie sind die Tendenzen? Und ich mache hier, also ich mache die Legung eine großen Tafel hier mit diesen wunderschönen Tarotkarten. Bevor wir natürlich mit der Mischung der Karten beginnen, schwinge dich in der Energie der Kristallschale hinein. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Natürlich werde ich auch einige zusätzliche Karten oder natürlich auch vielleicht hier einfach aus diesem Symbolik noch mal was für euch mit einfließen lassen. Wir wollen jetzt einfach schauen, wie wird denn die Woche für euch? Also ich glaube, das ist die Kameraeinstellung nicht so toll. Also ihr sollt mich nicht schauen, sondern eher die Karten. So, ich glaube jetzt, ne, jetzt. So, jetzt müsste das klappen. Also, was erwartet dich die Woche? Was erwartet dich die Woche? Oder wie wird diese Liebeswoche bei euch dann auch werden? So mal eine Grundtendenz, also wirklich zu erfragen. Wir bitten jetzt einfach mal so einfach eine Energie hier zu gelangen. Was ist auch für dich wichtig, auch wirklich zu wissen, was erwartet dich, wo sollst du hinschauen, wie sollst du dich verhalten, also auch in der Liebe. Und also wir nehmen erstmal sieben Karten. Natürlich, die Woche hat ja auch 7 Tage, ja. Und hier bei uns ist es ja heute Karneval, also in der Nähe von Köln, aber ich habe da recht wenig mit zu tun. Also ich bin ja jeden Tag, habe ich Karneval und fühle mich wunderbar gut und also ich muss mich da nicht maskieren. Wir haben schon ohnehin die Maske, das reicht mir schon. So, also schau mal hier. Also die Woche, also allgemein die Grundenergie, könnte sein, dass du also wirklich noch was Geduld haben solltest. Sei es jetzt mit Beruf oder in der Liebe oder mit Finanzen oder mit deinen persönlichen Themen. Hier kommt also wirklich die 7. Münzenkarte. Das fordert dich wirklich noch im Ausdauer und im Geduld natürlich nochmal auf, dass du halt geduldig bist. So. Also das ist so eine Woche erstmal, also im Februar jetzt von 15. Februar, ja. So, im Grunde, also am Montag wirst du sehr in diese Hohepriester oder der Hierophant-Energie sein. Also du hast dann am Montag wahrscheinlich auch erstmal eine sehr große oder sehr gute Anbindung, so nehme ich das Ganze wahr, dass deine Intuition sehr stark ist, dass du dich vielleicht auch mehr der Spiritualität widmen wirst, dass es so vielleicht auch einen besonderen Zugang auch nochmal zu dem geistigen Welt findest. Also du fühlst dich da also sehr offen dafür. Also am Dienstag kommt die Mäßigkeit. Also das geht auch recht gut spirituell weiter. Also du hast das Gefühl, dass die Engel für dich alles richten, dass du auch wirklich wieder sage ich jetzt einfach, dass du geführt bist, dass dir bestimmte Situationen, bestimmte Menschen im Leben geschickt werden, die wirklich den Zugang auch zu diesen geistigen Ebenen auch geben werden oder du wirst geführt und du hast bestimmte Begegnungen, dass du so ein Stück weit auch von den Engeln natürlich auch begleitet bist. Sowas könnte hier eine Rolle spielen. Also Dienstag auch noch recht
recht spirituell unterwegs. Also am Mittwoch hast du das Gefühl, also da kommt ein Gleichgewicht in dein Leben. Also das bedeutet, wenn in der Liebe, wenn du mehr gegeben hast, wirst du jetzt auf einmal etwas mehr bekommen. Oder auf der Arbeit, dass da eine Gerechtigkeit geschieht in deine Richtung. Oder du bekommst eine Auszahlung wieder zurück. Also es wird etwas ausgeglichen, was nicht im Ausgleich war am Mittwoch. Oder du bekommst mehr Aufmerksamkeit von deinen Mitmenschen, von deinen Arbeitskollegen. Also steht Grund, eine allgemeine, kann ich dir sagen, eine Ausgleich steht es hier also wirklich für dich an. Also am Donnerstag kann sein, dass da so tiefe und unbewusste oder verborgene Ängste nochmal hochkommen. Entweder kann das sein, dass du durch die Träume irgendwie etwas bei dir hochkommt, also von der Traumebene. Oder es kann auch sein, dass du irgendwelche Nachrichten hast oder mit etwas konfrontiert wirst in deinem Umfeld. Das kann auch jetzt hier der Beruf sein, das können auch Nachrichten sein, kann in deine Partnerschaft sein oder in deine Wunschpartnerschaft oder in Seelenpartnerschaft. Also es geht hier, Ängste werden sich dir zeigen. Oh, auf einmal spürst du, du hast Angst irgendwie, dass es nicht weitergeht eventuell. So, und wir schauen jetzt einfach mal, das war denn der Donnerstag, wie wird der Freitag sein? Der Freitag hast du das Gefühl, dass etwas passiert in deinem Leben, in welcher Linie auch immer, dass es auch nötig war, das ist der Turmenergie, dass etwas gibt. Also entweder hast du einen Tag, wo du viele Missgeschicke hast, du hast den Tag, wo irgendwie was dir nicht so gut gelingt, oder du hast den Tag, dass es was eine schicksalhafte Änderung in deinem Leben bringt. Also am Freitag, wo du sagst, so ein Schlüsselerlebnis, dass es hier eine schicksalhafte Wende in dein Leben kommt. So, am Samstag hast du die Möglichkeit, wirklich der König der Schwerter, bestimmte Dinge einfach sachlich zu klären. Also irgendwas sagt mir hier, dass hier eine Liebe, diese Turmsituation ist. Vielleicht, das kann auch eine Streit, eine Auseinandersetzung, eine Konfliktsituation sein. Und am Samstag kannst du das so wunderbar klären. Du kannst es sachlich an der Sache viel besser dran gehen. Du kannst das besser klären und du bist wirklich in deine Kraft, in deine Stärke. Das ist eine Luftenergie. Du hast hier diese Krone auf und ja, du stehst für dich selber ein, so würde ich das sagen. Und am Sonntag kommt vielleicht auch ein Gefühl wieder hoch, also mit den zwei Schwertern, dass du dich so ein bisschen mehr verschließt, dass du sagst, auch wenn du das geklärt hast, dass du dich mehr zurücknimmst, dass du vielleicht so ein bisschen dein Herz zumachst oder dein Gefühl zumachst. Also auf jeden Fall ist Wochenende hier so ein bisschen Energie, was dich auch vielleicht verletzen könnte. Im Grunde sollst du etwas Geduld haben jetzt in dieser Woche. Aber wir machen ja die große Legung für dich. Das war jetzt erstmal die Einführung. Und da der Tisch sonst zu klein wäre, wir machen 4x9. 4x9 ist ja immer 4x9 ist ja immer die 36. Das ist meine Lebenszahl. Und das ist also, ich liebe einfach diese Zahl. Und das ist auch eine spirituelle Zahl. Das steht für Vollendung auch, ja. So, 7 Schwerter, das ist eine Konfliktsituation allgemein. Das zeigt sich auch hier nochmal, dass du dich selber verteidigen sollst. So, wenn du möchtest, dass es weitergeht, auch wenn du das Gefühl hast, du hast ja im Grunde alles, aber das ist dir nicht genug. Du möchtest noch mehr bekommen in dieser Woche. Du möchtest 9 Kelche haben, ob das gefühlstechnisch oder wertschätzungsmäßig. Also es kommt eine schicksalhafte Wende wieder mit dem Rad, also in dein Leben. So, ich lege jetzt natürlich die Karten, wenn die sich so zeigen, das sind so zusätzliche Hinweise, die lege ich jetzt einfach für dich aus und wir schauen jetzt einfach, was die Karten sagen.
deutet das bitte auf euch, egal jetzt wie, ob das jetzt in der Liebe oder ob du jetzt nun in der Partnerschaft bist oder nicht. Also deutet das für dich. Also 4 mal die 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Also immer der große Blatt. Und ich habe jetzt hier, also für die Liebe, die linke Seite genommen, für die weibliche und rechte Seite, für die männliche Ebene. Und ich lege jetzt einfach, leg einfach die Karten hier natürlich aus, ja. Nach der Reihenfolge, also ich mache immer anders, ihr wisst ja, ich bin sowas schon was anderes, also ich lege immer die Karten von rechts nach links. Das ist so meine Angewohnheit, das habe ich dann wirklich so irgendwann mal so übernommen, ja. Und da bin ich jetzt auch, das ist so ein bisschen mein Markenzeichen auch, ja. Mittlerweile ja. So hier auf YouTube, ja, und mit den Mischung der Karten, dass die halt auch immer springen. Und ich finde auch wichtig, dass man die Karten während der Legung mischt, damit ich wirklich auch eure Energien natürlich hier auch erfragen kann. Und das ist, dass ich nicht meine Energie hineinbringe, natürlich auch wenn ich das fürs Kollektiv lege, aber ich finde, da könnt ihr ja auch so ein bisschen aktiv mitmachen, finde ich großartig. Das sind die Karten, ich liebe diese Karten. Die sind wundervoll, einfach jede einzelne und jede einzelne erzählt wirklich eine Geschichte. Und das mit dem Gold ist das so wirklich so schön. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Karten jetzt, was die uns sagen möchten, ja. Also ich habe jetzt keine besondere Legeform, ich bin jetzt auch wirklich keine Kartenlegerin, ich bin eine Medium und eine Reiki-Meisterin, Lehrerin und ja, also vieles mehr halt mit Hypnose und so weiter. Schau einfach auf meine Webseite vorbei, wenn du mehr über mich erfahren möchtest. Also die Karten sind für mich ein Werkzeug, dass sie dir auch sichtlich machen oder dir auch die Informationen so rüberbringen, wie die sind. Also im Grunde könnte ich auch so in der Energie reinfühlen, aber Karten sind auch wirklich etwas Schönes und ich nutze meine mediale Begabung natürlich und also mit der Hilfe der Karten für euch hier die Botschaften für die Woche rüberzubringen. Schau dir das doch mal an. Ist das nicht schöne Karte? Und das ist die Sonne. Also im Grunde, du sollst zwar geduldig sein, also es erwartet dich eine Woche mit, also wirklich mit Sonnenschein. Also das sagt mir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und nicht nur, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, sondern auch, dass hier alles dir gut gelingt, dass hier auch Wärme und Geborgenheit in dieser Woche auch für dich erfahren wirst, trotzdem schöne Momente in dieser Woche haben wirst und im Grunde steht diese Woche gar nicht so schlecht da, wie du das vielleicht auf Anhieb gedacht hast. Ne? Natürlich ist da Konflikt da, aber manchmal auch so eine Energie, so ein Konflikt kann ja natürlich auch etwas Klärendes an sich haben. So, wir beginnen jetzt mit dem, also beginnen wir jetzt erstmal so ein bisschen, schauen wir mal deine Seite an, wie deine Woche so in der Liebe wird. Ja, du bekommst die drei Schwerter, also du hast so ein bisschen Liebeskummer. Also ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt auch am Valentinstag was bekommen hast oder nicht. Und du möchtest also wirklich etwas umsetzen in diese Woche. Das wäre so wirklich dein Wunsch, etwas umzusetzen. Du hast diesen Wunsch, wirklich dieses Gefühl zu leben und anzufangen und also langfristig gesehen möchtest du das wirklich auch zu Ausdruck bringen. Also es zeigt sich hier eine Liebesthema jetzt generell bei mir. So, also ich habe das Gefühl, dass du wirklich Anfang der Woche etwas beginnen wirst, dass du sagst, ich möchte etwas beginnen, auch wenn da anfängliche Schwierigkeiten da sind. Das zeigt sich hier wieder in der Liebe, es zeigt sich hier die Liebenden, dass du vielleicht auch so ein bisschen impulsiv bist oder so ein bisschen
aufgefüllt bist in der Liebe und das macht es so ein bisschen schwer oder du hast diese Schwierigkeiten, du möchtest aber etwas in Gang bringen, du möchtest etwas in Bewegung bringen und du hast das Gefühl, du willst etwas, du losstarten, du möchtest also losstarten, aber dennoch hast du das Gefühl, dass du gefangen bist in der derzeitigen Situation und ja, das ist alles so stagniert. Das sind hier starke Abhängigkeiten noch. Also der Teufel, der Tod symbolisiert auch immer eine starke Transformation. Und du wünschst dir wirklich, dass hier etwas nach vorne geht, nach voran geht. Also sachlich auch denkst du, Mensch, das muss doch irgendwann weitergehen. Und intuitiv bist du also sehr, sehr stark auch verbunden auch mit deinem Seelenpartner. Die Hohepriesterin symbolisiert hier auch immer den Seelenpartner und also du spürst schon die Energie, dass diese Woche halt etwas im Gang bringen wird, dass demnächst auch eine ruhigere Zeit auf dich zukommen wird, also mit dem Sechs Schwerter, das heißt, also in Zukunft wird das schon ruhiger mit euch vorangehen. Darum sage ich auch manchmal eine gewisse Gewitter oder dass man es ausspricht, was man meint oder Grenzen setzt, auch gar nicht so verkehrt. Also ich sehe hier, dass du auch so deinen Wert weißt, also dass du auch geschäftstüchtig bist, dass du auch jetzt mal so ein bisschen auf deine Stabilität, Finanzen auch an so hinschaust. Und also es entwickelt sich etwas ganz, ganz schnell und du musst vielleicht auch eine Entscheidung für dich treffen. Das kann auch sein, dass du irgendwie einen Beruf annimmst oder etwas in deinem Leben finanziell sich verändert und dass du mit deinem Geliebten sprichst und sagst, pass mal auf, so, das kann ich jetzt so nicht mehr oder ich fühle mich hier mit dir stagniert oder gefangen, also ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich muss irgendwie hier eine Entscheidung treffen. Ich sehe hier generell, dass für dich Entscheidungen anstehen in diese kommende Woche. Dein Gegenüber, ich habe den hier aus dem Lenormand-Deck ausgelegt, wir schauen jetzt mal so seine Seite an. Also er hat hier, also Ass der Schwerter ist immer, also sind immer Chancen etwas zu klären und also auf jeden Fall das Geben und Nehmen im Gleichgewicht bringen, aber auch, der ist so deine alte Liebe. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch schon wirklich seit längerem kennt, vielleicht ist das so eine Jugendliebe, Kindheitsliebe oder aus dem Vorleben Liebe. Und also er kommt in diese Königin des Schwerter, also er kommt eben immer in diese, zwar sachlich kann er was klären, aber in diese Königinnenenergie und durch seinen Rückzug ist ihm das bewusst geworden. Also er hat sich jetzt vielleicht die letzte Zeit von dir zurückgezogen und ich nehme das wahr, dass er durch diesen Rückzug, also in ihm etwas gereift ist, dass er so etwas klären kann. Also das ist wirklich eine alte Liebe zwischen euch. Was ich momentan jetzt hier noch sehe, es ist jemand wirklich, der also materiell auch oder finanziell diese Sicherheit auch für sich braucht. Also er ist aber auch wirklich hier jemand, der hier auch wirklich diese göttliche Führung an sich hat oder jemand, der auch in diesen finanziellen Sachen halt auch immer den richtigen Riecher hat, der hier auch immer, die Sterne stehen immer positiv, dass er jemand sehr geschäftstüchtig ist, dass sogar die Sterne oder der Universum ihm unterstützt und das ist schon gut. Er hat hier den neuen Schwerter. Den neuen Schwerter symbolisiert auch immer hier, dass er so ein bisschen Reue hat, also in deine Richtung. Der hat die Reue, bereut etwas, was getan oder nicht getan zu haben in diese kommende Woche. Und das könnte mit dir eine Seele in eine Seelenpartnerschaft dieser Mensch zusammen sein. Also die zwei Kelche symbolisieren immer zwei, also Augenhöhen, dass die sich also in der Seelenpartnerschaft also miteinander befindet. So nehme ich das jetzt wahr. So,
er wird dir diese kommende Woche über seine Gefühle sprechen. Also er wird dir jetzt nicht diesen ganzen vollen Kelch zeigen. Er wird dich jetzt vielleicht nicht mit dem Ring überraschen, aber er wird über seine Gefühle sprechen, er wird dir ein Kompliment vielleicht machen oder irgendwie eine Wertschätzung zukommen lassen. Das wird auch sehr gut bei dir ankommen, denn das ist hier die Siegeskarte. Also ich habe das Gefühl, dass hier um jemanden gehen könnte, da wo noch eine dritte Person eine Rolle spielt. Also entweder ist dein Seelenmensch hier vergeben oder aber auch noch eine Ex-Frau oder irgendjemand noch hier eine Rolle spielt. Das kann auch jetzt hier in dem Fall eine Mutter oder eine Tochter oder wie auch immer sein, der hier also auf jeden Fall einen Einfluss auf ihn hat. So, und in dem Sinne mit dem 10 Kelche ist das für mich auch wirklich die vielleicht auch eine Patchwork-Familie, dass auch die Eltern vielleicht mitreden. Oder sowas könnte das auch sein, also mit dem 10 Kelche, dass die dann halt auch noch die Familie vielleicht ein Stück weit auch einen Einfluss auf diese ganze Situation hat. Und deswegen ist das so ein bisschen Konkurrenzkampf hier, aber es wird von ihm etwas in deine Richtung kommen. So, ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht so gut geht, dass er schon sehr belastend die Situation für ihn ist und er möchte aus dieser belastenden Situation sich befreien. Im Grunde weiß er schon, dass die ganze Welt für ihn zu Füßen liegt. Er muss nur sein Können unter Beweis stellen und muss sich hier aus dieser Abhängigkeit befreien. Abhängigkeit kann auch sein, wirklich, dass man davon abhängt, was der andere denkt, was der andere sagt. Es muss jetzt nicht immer eine Partnerschaft sein, sondern es kann auch wirklich Abhängigkeit, das können auch jetzt die Eltern sein oder dass er zu sehr nach außen schaut von dem äußeren, von dem Außenwelt, dass er abhängig ist und so weiter. Das könnte eine Rolle spielen. So, was euch verbindet, also ihr sollt also mehr in eure, also der Narr symbolisiert hier immer so mehr Spontanität an den Tag bringen. Und also hier diese drei Kelche symbolisieren schon, dass da irgendwie eine Dreierverbindung eventuell hier in der Liebe da ist. Und es geht auch ein Stück weit darum, dass hier der Münzen symbolisiert immer, dass man schon die Chancen hat, etwas real zu leben. Das wäre schon wichtig, dass man auch die Chancen. Allerdings muss man wirklich hier die Verletzungen, die man erlitten hat mit dem neuen Stäbe auch erstmal wirklich bearbeiten, damit man das auch wirklich leben kann. Wir schauen jetzt noch mal spezifisch deine Seite an. Also lass uns doch mal die Liebe anschauen. Also in der Liebe geht es darum, also ich habe das Gefühl, dass dir auch wirklich eine Beständigkeit sehr wichtig ist und ja, also dass du jetzt also irgendwie aus dieser Liebesbeziehung, also diese Schwere, also noch in dir trägst und du möchtest diese Schwere, es fühlt sich so schwer an, loslassen. Du möchtest, dass da auch Chancen hier für Klärung da sind. Ich nehme hier sehr stark eine Seelenpartnerschaft wahr und das hat dich sehr, sehr aufgewühlt. Und du möchtest hier langfristig gesehen, möchtest du schon diese Gefühle auch leben, möchtest du schon, dass er dir dann natürlich auch seine Liebe eingesteht. Das kann ich jetzt hier mit der Liebe dir sagen. Also lass uns doch mal die schnelle Entwicklungen hier schauen. Also die schnelle Entwicklungen kommen da, also wenn du wirklich dich mehr auf deine Stabilität, auf deine Sicherheit besinnst, dann bist du schon, transformierst du hier schon etwas und du wirst die Möglichkeiten für Klärung bekommen mit deinem Seelenpartner, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du dich wirklich als wichtigster Mensch in deinem Leben annimmst. So, das kann ich jetzt von deiner Seite anschauen. Lass uns doch mal seine Seite anschauen. Der hat hier zum Beispiel hier diese Siegeskarte. Lass uns mal diese Siegeskarte anschauen. Wenn er wirklich um seinen Wert ganz Bescheid weiß, also seinen Wert erkennt, wenn er hier wirklich
das steht unter gutem Stern. Und wenn er dieses Bereuen loslässt oder diese Gewissensbisse loslässt und aus diesem Mangeldenken herauskommt oder aus diesem Konfliktdenken rauskommt und also sein Können unter Beweis stellt in dieser Woche, dann liegt ihm im Grunde die Welt zu Füßen. Diese Schwere im Gefühlen sollte definitiv wirklich loslassen, dann entwickelt sich das auch sehr gut zwischen euch. So, was kann ich jetzt hier noch anschauen? Ja, das ist halt eine alte Liebe. Es kommen Chancen da für die Klärung. Also er soll seinen Wert wirklich bewusst sein, also was er auch wirklich wert ist, also um sein Selbstwert auch bewusst sein. Also die Sterne zeigen, beleuchten, zeigen ihm den Weg. Also er soll auch dieses schlechte Gewissen und diese Reue loslassen. Und wenn er in diesen Königinnenenergie hineingeht, dann wird sich das auch total positiv auch mit euch, also auch weiterentwickeln. Ich ziehe jetzt noch jeweils also drei Karten für dich und drei lasse ich sie springen. Auch natürlich nehmen wir nur die Tarot heute. Drei Karten für dich als besondere Botschaft und drei Karten für ihn. Ich hoffe, das gefällt euch, diese Legung. Und wenn das schreibt, ruhig in die Kommentare, da würde ich mich echt freuen. Ich probiere jetzt einfach mal was Neues da. Ich mag also dieses Monotone gar nicht. Also ich brauche immer so ein bisschen Abwechslung, immer das Gleiche. Och, das mag man doch nicht, immer Brokkolisuppe, oder? So, jetzt konzentriere dich auf das Gegenüber. Ja, und wenn man keine Brokkolisuppe mag, dann isst man auch vielleicht mal eine Zucchinisuppe, ist auch lecker. Oder eine Tomatensuppe, ne? Also dein Gegenüber bekommt hier vier Karten. Schreibt einfach in den Kommentaren. Ich lasse mich da immer intuitiv führen. So, schau mal hier. Sehr gut. Also die Botschaft für euch, was euch verbindet. Also Königin der Kelche, also ihr sollt in euer Gefühl gehen. Egal in welches Thema es, ob das jetzt nun Beruf oder Finanzen. Wenn du das mehr halt so geschaut hast, dass du mehr auf das Beruf oder fürs Alltag ist, das war für das Weibliche, das war für das Männliche. Also kannst du auch so jetzt diese Legung natürlich für dich deuten. Also für dich, für die weibliche Seite ist die Botschaft, lass dieses festhaltende, klammernde Energie los, egal in welchem Bereich. Du sollst nicht klammern, sollst nicht festhalten. Du sollst hier, der Empress ist immer die Herrscherinnen-Energie. Wenn du deinen Wert erkennst, wenn du wirklich die Herrscherin bist, das ist doch alles super positiv. Also das ist wirklich eine sehr, sehr kraftvolle und starke Charaktereigenschaft. Und die Magierin kommt noch, also der Magier. Also du kannst die Woche selber für dich kreieren, total schön. Also so in deine Kraft kommen, natürlich, dann erschaffst du das alles. Lass dieses festhaltende Energie los. So, für das Gegenüber, was ist deine Botschaft für die kommende Woche? Für dich ist für diese kommende Woche die Botschaft, also, das ist der Bube, der Stäbe. Also, du kannst hier etwas wirklich diese Woche gut umsetzen. Du kannst etwas beginnen, also wirklich leidenschaftlich auch umsetzen. Und zwar kommt was in Bewegung mit dem Wagen. Das ist doch großartig. Also, es beginnt etwas sich zu entwickeln, was auch wirklich erfolgbringend ist, was für dich der Erfolg bringt, aber nicht nur finanziell, sondern vielleicht auch wirklich auf allen Ebenen. Allerdings ist es wichtig, dass du in der König der Kelche-Energie bist, also dass du wirklich all das Gefühl mit hineinbringst, was du in deinem Inneren findest auch. Ob das jetzt wirklich in der Liebe ist, dass du da volle Gefühl wirklich dein Herz öffnest, das zeigst, dann entwickelt sich das sehr gut. Bezogen jetzt auf Beruf, sei aber trotzdem deines Gefühls wirklich bewusst und lass dich von deinem Gefühl nach deinem Bauchgefühl leiten.
und lass auch die Liebe in deinen Beruf auch mit hineinfließen. So, das war jetzt für dich für die kommende Woche die Legung. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like, über einen Kommentar, über ein Abo sowieso. Und ja, ich habe es noch vergessen. So, ich mache die Augen zu und ziehe ein. Oh, schau mal hier, ein Symbolkraft habe ich für dich noch gezogen. Also, du wirst die Klarheit mit deinem Herzen fühlen. Du wirst durch dein Herzkraft, durch deine Herzenergie, wenn du dich mit deinem Herzen verbindest, zu Klarheit kommen. Egal in welche Situation, immer ins Herz hineinfühlen, dann wirst du die richtigen Antworten auch bekommen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich sage bis ganz bald. Namaste, deine Valeria.